Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Western-Druck hier vorstellen. Der kostet hier 95.000 Euro in Anschaffung und 4.845 Leasing. 80 km/h soll das gute Stück hier schnell sein und wir haben hier ein Tankvolumen von 880 Liter und eine Leistung von 620 PS entsprechend hier. 456 kW. Wir haben hier auch Möglichkeit, hier die Reifen zu ändern. Jetzt haben wir hier die Standardbereifung drauf. Hier noch zu nehmen, hier die Offroad-Bereifung. Das war es eigentlich soweit, was wir hier machen können, wie wir ja sehen. Also wir haben hier noch ein bisschen mehr Bodenfreiheit sonst, aber mehr aber auch nicht. So, da haben wir das gute Stück. Und ja, wir haben hier Spanngurte drauf. Jede Menge hier an der Zahl, wie wir sehen. Wir haben 1, 2, 3. 8 Stück. Die Winde hier ist leider nur Deko. Schade irgendwie. Ja, schlecht wäre es auch nicht, wenn wir hätten hier Beispiel, wenn man seitlich rangehen würde, wir könnten da Spitzen auslappen oder so für Holz oder so. Leider hier nicht gegeben. Ja, hier hinten haben wir eine Sattelplatte. Ja, die ist hier auch funktionsfähig, wenn du hast dann irgendwie mal einen Anhänger hast. Und wie ich jetzt machen muss. So her. Mal schauen, ob ich der hier da oben habe. Nein, noch nicht. Ey, jetzt habe ich sie runtergeschmissen. Auch noch. Und dann noch einmal hier. Also, wir versuchen es noch einmal. Ja, anders da bleibt mir nichts übrig, hier die zu testen so her. Jetzt habe ich keinen anderen Mod drin, also muss man sich da schon mal hier irgendwie behelfen. So. Ich glaube, so geht's jetzt da zum Anfang. So. Ja, wie wir hier sehen, hier funktioniert hier die Sattelplatte hinten. So, wir starten einfach mal die Kiste. So, ich habe sie wieder abgehängt. So, hat einen riesen Wenderadius. So. Rückverwandlung haben wir auch. Ich verstelle jetzt mal den Sound, das ist ja, weiß ja nicht so recht. Warte mal, hier war das, glaube ich. Gesamtlautstärke, also Fahrzeuglautstärke habe ich immer auf 50%. Wir hören, das ist extrem laut. Das geht mit Mount auf 40. Ich muss wieder umstellen. Das ist immer auf 40. Ausschalten. Das Horn ist so leise, das geht schon unter. Bald wird es wohl lauter sein. Also, wir machen jetzt mit dem Winkel hier gleich unser Lichttest. So, dann gehen wir mal in die Nachtschicht natürlich rein. Blinker. So, dann mit Nummer 5. Das haben wir unser Arbeitsleuchten. Geht auch sogar vorne irgendwie das auch noch an. Haben wir also mit 5 vorne und hinten. Und hier haben wir jetzt mit Nummer 6. Jetzt gehen wir in die Innensicht mal rein. Schauen wir mal Blinker, wie wir mal sehen hier. Halten wir gleich mal durch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Oh, wir haben hier sogar seitlich hier Arbeitsscheinwerfer, mal sehen. Aber nur auf der Seite. Der Seite leider nicht. Wahrscheinlich die Birne kaputt. So, würde ich mal sagen, wir schauen jetzt natürlich wieder hier in unsere Tagesschicht rein. So. Haben wir jetzt hier die Scheinwerfer.
ich sag mal so, ja, ist schon mal sehr interessant, aber hier für kleine Karten, engen Radius oder sowas ist der leider nichts, ist meine Meinung. Ja, sieht man hier die Achsen? Also für enge Karten so her, ja, ist der Mod hier leider nichts. Also wie man sieht hier, also ich kann hier beispielsweise da nicht abbiegen. Müsste schauen, ob man einen Umweg fahren kann. Müsste ich hier ausholen. Sie aber auch nicht aus. Nur müssen wir mal schauen, dass wir den Platz machen. Er schießt uns einen über den Haufen. Sowas von laut ist der Wahnsinn. Da habe ich den schon auf 40 runtergedreht und die hört es immer noch so laut. So finde ich, ist er ja nicht schlecht. Bloß, naja, für Karten, also wo es eng ist, ist der nicht geeignet. Man kann mit denen, wie wir sehen, hier mit also Ballen transportieren. Man kann ja Big Packs oder diverse anderen Sachen hier natürlich von A nach B bringen so her. Also Holz könntest du auch damit transportieren, aber ja, ist so eine Sache, sag ich mal so, weil er hat ja hier also keine Bügel und nichts dran. Ah, da kommt schon der nächste, der hupt gleich. Ja, ja, der hupt, wie ich gesagt habe. So einer auch. Seht ihr nicht, dass ich euch jetzt den LKW erkläre? Naja. So, jetzt schauen wir uns hier die Lok an. Wie wir sehen, hier die Lok selber ist ja fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich freuen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.